Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Format Ökonomie der Menschlichkeit. Und öfter wird die Frage gestellt, ja, wie kommt es denn hier zu den Gesprächspartnern, zu den Gesprächspartnerinnen? Sehr, sehr unterschiedlich. Ich darf kurz diese Geschichte erzählen. Anruf von Christine Saas, Nikolai Hofer, ganz eine besondere Frau. Georg, ich höre gerade Ö1 und da ist eine Dame und die erzählt über die Ökonomie der Menschlichkeit. Sie erwähnt es zwar nicht, aber genau über diese Themen. Das könnte unsere Geschichte sein, ob ich Zeit habe, kurz hineinzuhören. Und ich habe dann angemacht im Radio, habe noch 10 Minuten ungefähr gehört und habe mir gedacht, die Frau muss ich kontaktieren. Habe eine E-Mail hingeschrieben an Ö1 und habe den Kontakt hergestellt und ja, mit einigen Herausforderungen haben wir einen Termin zusammengebracht. Ich spreche hier über Melanie Wolfers. Melanie Wolfers ist Theologin, Philosophin, Autorin, hat einen eigenen Podcast, ist auch auf Bühnen eine sehr umtriebige Frau. Und vor allem, und das hat uns so begeistert, Christine Saas und mich, es ist das Herz aufgegangen, es ist um Lösungen gegangen, es war so ein leichtes Gespräch. Und wir haben ja, und das ist vielleicht die Überleitung noch zur Frau Wolfers, und dann ist sie ganz, ganz gleich da, kürzlich Joachim Bauer bei uns gehabt. In Hallein live. Und das Thema war Realitätsverlust. Und da geht es um künstliche Intelligenz. Da geht es um virtuelle Welten. Und er bezeichnet das mit einem Realitätsverlust, weil wir einfach in der virtuellen Welt nicht den Ausdruck haben wie in der realen. Und wir sagen, wir wollen Realitätsgewinn. Und das ist heute das Thema mit der Frau Wolfers. Basis für das Gespräch ist das Buch Nimm der Ohnmacht ihre Macht. Und wir wollen auf Freude fokussieren. Liebe Frau Wolfers, herzlich willkommen. Danke für die Möglichkeit, mit Ihnen ein Interview zu führen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung und für die herzliche Einleitung. Ja, ich habe mich so riesig gefreut auf das Gespräch und wir haben jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um starten zu können. Und das war auch so schön. Sie sind in der Kraft geblieben. Wir wollen das machen. Der Ton funktioniert. Jetzt kann es ganz, ganz richtig losgehen. Und ja, es ist vielleicht auch die Überleitung Hilflosigkeit. Wir haben ja eine Zeit, Frau Wolfers, wo wir viele Herausforderungen haben, wo wir rational oft überhaupt keine Erklärungen mehr haben, für was passiert. Gerade in der Wirtschaft, es ist immer weniger planbar und nimmt der Ohnmacht ihre Macht. Und ich darf da vielleicht eingangs auf Seite 30 kurz vorlesen und Sie bitten, das ein bisschen zu übersetzen. Ich habe so viele Dinge gefunden in dem Buch und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich lassen, weil sich das zeitlich nicht ausgeht. Aber das vielleicht als Einleitung. Ich bin hilflos. Ich kann nichts bewirken. Es gibt kaum eine fatalere Überzeugung für einen Menschen oder eine Gesellschaft wie diese. Mutlosigkeit ist für die Einzelnen eine Tragödie, denn die Betroffenen bleiben weit hinter ihren Möglichkeiten. Und es führt eine Gesellschaft in den Abgrund, wenn ihre Mitglieder nicht mehr an ihre Lösungsbegabung und Handlungskompetenz glauben. Sind wir so hilflos, liebe Frau Wolfers? Nein, das sind wir eben nicht. Zugleich ist das Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht ganz, ganz weit verbreitet. Und das ist ja auch eigentlich der entscheidende Anlass gewesen, warum ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und dieses Buch geschrieben habe, Nimm der Ohnmacht ihre Macht. Also es gibt gewissermaßen zwei Nachrichten. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ja, es gibt tatsächlich Erfahrungen von Hilflosigkeit und Ohnmacht in unserem Leben. Es gehört auch zu unserem Leben, dass wir uns bisweilen überfordert fühlen und uns nicht aussehen, wie die Situation zu bewältigen ist. Und die gute Nachricht ist, wir sind diesem Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht nicht hilflos ausgeliefert. Wir können uns damit auseinandersetzen und wieder, was Sie gerade vorgelesen haben, in die Selbstwirksamkeit finden, also lernen zu entdecken, ich kann gestalten, ich kann wirken und eben auch als Gesellschaft Kräfte zu bündeln und zu schauen, wie gehen wir auch gemeinsam Krisen an. Und ganz, ganz interessant, Frau Wolfers, da auch die Verbindung mit angehen. Wir sind ja sehr rational ausgelegt. Gerade wir haben mit der Wirtschaft zu tun, schaffen eine Ökonomie der Menschlichkeit und das wird zum Teil als unrealistisch gesehen. Warum? Weil Menschlichkeit hat mit Fühlen auch zu tun. Und das Fühlen in der Wirtschaft ist einfach wo die Leute sagen, na, das ist rational, das ist ernst, ich brauche Struktur. Und auf Seite 56 in dem Buch schreiben sie ja, wir sollten oder wir müssen wieder fühlen lernen. Und wenn ich das vorlesen darf, eine Revolution des Denken und Handelns
geht nicht ohne eine Revolution des Fühlens. Das ist eine sensationelle Aussage. Wieso ist das so weit weg in der Wirtschaft? Ja, ich glaube, dass die Wirtschaft und allgemein ja auch unser Menschenbild ganz stark geprägt ist von diesem Bild des Homo economicus. Der Mensch, der einer rationalen Logik folgt, der berechnet, möglichst frei von Emotionen, weil die stören, weil die irgendwie das klare Urteil eintrüben. Und man geht von diesem Menschenbild aus und sagt, und wenn wir alle wirklich so rein ökonomisch, logisch handeln würden, dann würden wir in einer wunderbaren Welt leben. Aber das ist mehrfacher Hinsicht ein Trugschluss. Denn erstens sind wir Menschen nie rein logisch rational. Wir sind immer ein Wesen, das fühlt. Und auch wenn wir meinen, ich denke ganz klar rein logisch rational, es gibt ja viele Untersuchungen auch bei Wirtschaftsentscheidungen oder warum bei Börsengängen dieses oder jenes auf einmal so nach vorne schreitet. Da sind ja ganz viele Emotionen und unbewusste Strömungen auch mit dabei. Das heißt, wir können nicht sagen, hier ist mein Kopf und alles andere tue ich weg. Das ist ein dualistisches Menschenbild, was uns nicht gerecht wird. Also das stimmt zum einen nicht. Und die Emotionen haben ja auch eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Bedeutung. Es ist also auch ein Verlust, auch an Realität, vor allem an Realität. Sie haben vorhin den Herrn Professor Haller erwähnt, ein Verlust an Realität, wenn wir sagen, die Emotionen dürfen nur in einem ganz bestimmten kleinen Spielfeld diese Platz haben in unserem Leben. Weil Emotionen uns etwas sagen über die Bedeutung, die ein Mensch, ein Gegenstand, ein Ereignis für uns hat. Die haben einen ganz hohen Informationswert. Und es ist eine tiefere Beziehung dadurch. Wir haben ja auch die Situation in der Ökonomie der Menschlichkeit, dass es noch sehr viele Begegnungsräume, reale Geschäfte gibt, wo man reingeht, wo man einkauft. Und wir haben immer mehr die Herausforderung, dass das online das immer dominanter wird. Und da stellen wir uns auch die Frage, ja, was ist denn der Unterschied zwischen einer realen Begegnung in einem Geschäftslokal und wenn ich mal gewisse Ware online kaufe? Und da sind wir ja genau in dem Thema, auch die Begegnung, die Berührung, oder? Genau. Also sicher ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Also Realität, in dem Wort Realität steckt ja Res drin, Sache. Und um einer Sache oder einem Menschen zu begegnen, braucht es den Kontakt. Und im Wort Kontakt steckt Kontingere drin, berühren. Und das hat auch erstmal was mit unserer Körperlichkeit zu tun, mit unserer sinnlichen Wahrnehmung. Also wir können die Natur wirklich nur wirklich wahrnehmen mit unseren Sinnen. Auf dem Bildschirm ist sie immer sekundär und viel flacher. Da erleben wir die Natur ja in einem ganz anderen, verflachten Sinne. Erst wenn ich mit allen Sinnen in der Natur bin, wach bin und nicht am Handy daddel, kann sie mich ansprechen und berühren. Und ähnlich eben auch in der Begegnung mit Menschen. Dort, also wir sprechen jetzt, und ich denke, es ist natürlich ein großer Gewinn, wir sprechen jetzt online miteinander, es ist ein großer Gewinn, was die Technik uns da auch ermöglicht. Wir sehen uns, wir hören uns und da kann auch viel passieren. Und zugleich ist es natürlich noch einmal eine ganz andere Dimension, die auch mit ins Schwingen kommt, wenn man sich wirklich physisch begegnet. Und beim Online-Einkauf begegnet man ja auch keinen Menschen, sondern da klickt man einfach eine Ware an und kriegt sie dann per Haus geliefert, per Post oder Drohne oder was auch immer. Ja, und wir machen uns auf den Weg, Frau Wolf, was zu sagen, ja, Wirtschaft, es gibt eine wissenschaftliche Lehrmeinung und die baut eben sehr analytisch, sehr trennend auf, Unterscheidung, Konkurrenz. Und wir sagen, es geht um die Kooperation. Und Wirtschaftlichkeit misst in Geld. Und wir haben dann gesagt, naja, aber wenn wir jetzt eine Menschlichkeit in eine Größe bringen wollen, dann braucht es auch Interparameter. Und wir sind auf das gemeinsame Anliegen Freude gekommen. Und es hat mich sehr gefreut, in Ihrem Buch sehr viel über Freude zu lesen. Sie sagen, fangen wir an, neue Geschichten zu erzählen. Was wäre so eine neue Geschichte, wenn man jetzt so die Situation jetzt nimmt? Was wäre so eine freudvolle, eine gute Geschichte? Bevor ich auf Ihre Frage antworte, möchte ich auch nochmal auf die Bedeutung Ihrer Frage hinweisen. Nämlich, wir erzählen uns ja ständig selber Geschichten. Wir sind ja ständig mit uns selbst im Gespräch, kommentieren das, bewerten das, schimpfen uns selbst aus oder loben uns oder was auch immer. Und wir sind im Gespräch mit Menschen. Dann ist es ja so spannend, mal auf
die Geschichten aufmerksam zu werden, die wir uns selber erzählen und die wir einander erzählen, morgens beim Frühstück oder im Kollegenkreis, beim Mittagessen. Und da fällt etwas auf, nämlich, dass unser Gehirn wie von selbst sich ganz schnell auf das Negative fokussiert. Es gibt da eine wunderbare Geschichte von einem Psychologieprofessor, der mal in ein Seminar gegangen ist und gesagt hat, ich möchte mit euch einen Test machen oder mit Ihnen einen Test machen, und hat ein Blatt ausgeteilt und die haben es dann umgedreht. Und auf dem Blatt war ein weißes Blatt, finde ich jetzt hier ganz schnell eins, also ein weißes Blatt, genau. Und auf diesem Blatt war ein schwarzer Punkt zu sehen. Und dann war die Aufgabe für die Studierenden, beschreiben Sie, was Sie sehen. Sie haben 10 Minuten Zeit. Und die Leute haben 10 Minuten geschrieben. Und hinterher hat er vorgelesen, die Beschreibung. Und dann sagt er, sehen Sie, das ist total interessant. Sie alle haben über den schwarzen Punkt geschrieben. Über seine Lage auf dem Blatt, die Form, die Tiefenschwärze, seine Struktur. Niemand hat über das weiße Blatt Papier geschrieben. Und ähnlich passiert es im Leben. Wie von selbst neigen wir Menschen dazu, uns auf das Schwierige, auf die sogenannten schwarzen Flecken zu konzentrieren, und übersehen dabei das Positive, das es ja auch noch gibt. Und ich finde das eine wunderbare Geschichte. Ich bin in der Beratung tätig. Ich mache das manchmal auch in der Beratung, dass ich jemandem so ein Blatt hinhalte, wie Sie es gerade, bloß mit einem schwarzen Punkt, und bitte zu beschreiben, und es wird der schwarze Punkt beschrieben. Und ich glaube, das kennt ja jeder von selber, auch von sich selbst. Also wie von selbst neigt unser Gehirn dazu, sich mit dem Negativen zu beschäftigen. Mit der Spülmaschine, die mal wieder nicht ausgeräumt ist. Der Müll, der nicht runtergetragen ist. Die Baustelle vor der Haustür. Die verspätete U-Bahn oder ich weiß nicht was. Aber selten kommt ganz spontan das Positive im Blick. Und das hat auch evolutive Hintergründe. Also unser Gehirn ist gefahrensensibel. Das war auch klug in der Evolution. Die Problematik ist, die Forschung redet vom Negativitätsbias, von der Negativitätsverzerrung, dass unser Gehirn sich primär auf das Negative konzentriert und damit verlieren wir die positiven Entwicklungen aus dem Blick. Das Schöne, was es heute eben auch gegeben hat, nicht nur die verspätete U-Bahn, sondern der nette Schwatz an der U-Bahn-Station. Und dadurch wird Zuversicht geschwächt, dadurch wird Freude geschwächt, dadurch wird Lebendigkeit geschwächt. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, welche Geschichten erzählen wir uns. Einerseits persönlich, sehe ich primär den schwarzen Fleck, oder übe ich mich bewusst in einer Haltung der Aufmerksamkeit, um auch das Positive zu sehen, dass es selbst in Krisenzeiten gibt. Und welche Geschichten erzählen wir uns beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abend, in der U-Bahn? Also darauf zu achten, welche Geschichten erzählen wir einander. Und mir ist bewusst, ich habe nicht auf Ihre Frage bislang geantwortet, aber mir war es wichtig, die Bedeutung dieser Frage zu zeigen. Weil Geschichten, das, was wir uns erzählen, einander und uns selbst, prägt unsere Wahrnehmung und entsprechend sehen wir die Welt wieder und sind dann ein Stück resignativer oder zynischer oder zuversichtlicher, sind mehr von Werten und Sinn überzeugt und sagen, ja, und es ist sinnvoll, sich für eine andere Wirtschaft einzusetzen. Welche Geschichten erzählen wir uns? Ja, ist ganz ein wichtiger Punkt. Und was Sie da auch erwähnt haben, das ist der innere Dialog, der ja automatisiert abläuft. Wie spreche ich in dem Sinne mit mir selbst? Und darum ist unser Fokus in Unternehmen wirklich auf die Freude die Aufmerksamkeit zu richten, weil das ist ein gutes Gefühl, das verbindet, das nähert, das stärkt, wenn man sich gegenseitig daran erinnert. Und da haben wir noch ein bisschen das Thema, dass in der Realität oft einmal gesagt wird, ja, aber es ist anders, es ist hart. Nur die Geschichte, was ich zu tun habe, ist eines, aber die Wertehaltung mit einer inneren Freude und mit einem nährenden Fokus heranzugehen, bringt ja bessere Ergebnisse, weil ich entspannter bin, weil ich freudiger bin, weil es eben ein förderlicher Kreislauf ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass bei den Unternehmen, die einfach mehr in die Praxis gehen und einfach tun, wir sehen es ja schon in Einzelbeispielen, die den Weg folgen und einfach sich gegenseitig auch bei Konflikten erinnern, sind wir jetzt in Richtung Freude unterwegs. Also diese Freudeteil in Ihrem Buch, den finde ich ganz, ganz wichtig. Und Sie sagen ja auch da, ich halte es für keinen ungebührlichen Luxus, angesichts der Krisen unserer Welt an die eigene Freude zu denken. Genau. Und ebenso wenig erscheint es mir sinnvoll, die Fähigkeit zur Freude zu begraben, wenn man selbst in eine Krise steht. Denn ähnlich wie die Dankbarkeit stärkt Freude mit seelisch-geistigen und zwischenmenschlichen Ressourcen an. Da sind wir ja genau beim Punkt.
Genau. Und da gibt es ja ganz interessante Forschungsergebnisse. Aber bevor ich von dem erzähle, vielleicht darf ich einfach mal eine Rückfrage an Sie stellen, Herr Dürgruber. Wenn Sie sich freuen, wie drückt sich das aus in Ihre, wie stehen Sie dann, wie gehen Sie dann, wie drückt sich Freude körperlich aus? Kraftvoll, kraftvoll, offen, ja, aufgerichtet, in der Gegenwart, also nicht im Denken, im Jetzt zu sein, ein sehr ressourcevoller Zustand, also etwas, was sich gut anfühlt, wo ein gutes Gefühl durch den Körper geht, also ja, im Leben stehend. Es war total schön, Sie jetzt zu beobachten. Sie richteten sich automatisch auf, Ihre Gesten wurden groß, kraftvoll, es erschien ein Lächeln auf Ihrem Gesicht. Also allein, wenn man an Freude denkt, richtet sie schon körperlich auf. Also so, wie Sie jetzt gerade davon gesprochen haben. Und ich glaube, das ist eben eine der großen Kräfte von Freude. Sie richtet auf. Sie richtet körperlich auf. Sie richtet seelisch auf. Sie schafft zwischenmenschliche Verbindung. Freude will geteilt werden. Also wenn mir was Schönes widerfährt, ich lebe ja in einer Ordensgemeinschaft und ich bin dann über Tag, ich arbeite zu Hause und über Tag sind meine Mitschwestern nicht da, dann sehne ich den Abend herbei, dass ich ihnen davon erzählen kann. Oder ich greife zum Hörer und rufe irgendwie eine Freundin an. Freude will geteilt werden. Freude schafft zwischenmenschliche Beziehungen. Und ein ganz wichtiger Punkt, auch so Freude weckt geistige Kapazitäten. Und ich denke, das ist jetzt gerade auch so in Ihrem Bereich der Ökonomie, der Menschlichkeit. Wenn man der Spur der Freude folgt, wird das Individuum oder eben auch eine Gemeinschaft, ein Unternehmen kreativer, innovativer, lösungskompetenter. Woran liegt das? Ich möchte das an einem Beispiel erzählen. Also es gibt da ganz spannende Forschung zu von der Barbara Fredrickson, eine Sozialpsychologin, die untersucht, welche Wirkung haben negative Emotionen auf unser Wahrnehmen und Denken und welche Wirkung haben positive Emotionen, wie zum Beispiel die Freude auf unser Wahrnehmen, Denken, Probleme lösen. Und da braucht man sich einfach nur mal so zwei verschiedene Tage vorzustellen. So an einem Tag stehen Sie mit dem linken Bein auf und alles ist irgendwie mies und Sie stehen zu spät auf, das Bad ist besetzt, weil Ihre Tochter stundenlang braucht. In der Zwischenzeit trinken Sie einen Kaffee, sind aber genervt. Der Kaffee kippt Ihnen dann auch noch um und Sie finden den Autoschlüssel nicht, bis Sie ihn irgendwann dann in der Jackentasche finden, wo Sie ihn hingestellt haben und mit einem Fluch hingesteckt haben, mit einem Fluch springen Sie ins Auto. Das ist so ein Tag, wo man mit dem linken Bein aufgestanden ist. Derselbe Tag mit dem rechten Bein aufgestanden fühlt sich ganz anders an. Nämlich, Sie verschlafen und denken, oh, aber immerhin, ich habe eine Viertelstunde länger ausgeruht. Das Bad ist besetzt, weil Ihre Tochter da drin ist. Dann denken Sie sich, na, ob die sich für den Jungen herausputzt, in den sie sich verguckt hat. Und Sie nehmen in der Zwischenzeit in Ruhe die Tasse Kaffee in die Hand. Sie finden den Schlüssel nicht, bis Sie ihn in der Manteltasche finden und murmeln so anerkennend, manchmal bin ich echt klüger als gedacht. Also ein und derselbe Sachverhalt stellt sich völlig unterschiedlich dar. Und da kann man sich ausmalen, wie der Tag weitergeht. Und jeder kennt ja solche Tage. Und dieses kleine Beispiel zeigt, je nachdem, mit welcher Emotion wir etwas erleben, entwickeln wir einen Tunnelblick. Zum Beispiel, wenn ich Angst habe, denke ich nur, nichts wie weg. Bloß weg hier. Oder wenn ich Konkurrenz denke, denke ich, ich muss mich durchsetzen. Und entweder weg das Angst oder Aggression. Aber es wird ganz eng und fokussiert und die Freude weitet den Blick, die weitet das Herz, die lässt Kreativität aufkommen, die befähigt, ja, irgendwie spüriger zu werden, auch für die intuitive Kraft, die wir ja brauchen, gerade auch in Krisenzeiten. Sie lässt anders kooperieren. Das heißt, Freude tut gut und macht klug. Also sie stärkt die Lösungskompetenz auch in Krisen und in Problemen. Ja, wunderschön, was Sie sagen. Und das wäre mir jetzt ganz ein neuer Ansatz. Und da passt sehr, sehr gut dazu, dass wir gesagt haben, ja, Freude, der Fokus, Wirtschaft misst in Geld und Freude und Menschlichkeit in Freude. Weil wir haben schon die Situation bei gewissen Unternehmen, wir haben Logotafeln. Ja, wenn ich die Logotafel jetzt auf mein Geschäft oder auf mein Hotel hingebe, bin ich menschlich genug? Also da kommen Glaubenssätze, bin ich gut genug? Und
Das ist jetzt die Frage, wie Sie das sehen, weil man ja immer über Eingangshürden spricht und all diese Dinge. Und ja, was verbinden Sie damit, wenn dann ein Unternehmer sagt, naja, vielleicht bin ich da zu wenig, um bei der Ökonomie der Menschlichkeit dabei zu sein? Ich glaube, die Frage ist doch immer, in welche Richtung bin ich unterwegs? Und setze ich Profit über Menschlichkeit? Oder setze ich, also wie haben Sie auf Ihrer Website geschrieben, ich habe es mir vorhin extra aufgeschrieben, eine Wirtschaft, die der Freude folgt, also so ein Paradigmenwechsel, eine Wirtschaft, die der Freude folgt und nicht eine Ökonomie von oben nach unten, sondern eine Ökonomie der vielen, die von vielen getragen ist. Und der Punkt ist doch, in welche Richtung bin ich unterwegs? Ich glaube, eine Ökonomie der Menschlichkeit ist natürlich ein wahnsinnig großes Wort. Es ist vielleicht wie so ein Leitstern oder wie der Polarstern. Ein Polarstern, den wird auch der Seefahrer nicht ergreifen, aber orientiert sich an ihm. Der Polarstern ist wichtig, um sich zu orientieren und in diese Richtung, in die stimmige Richtung zu segeln. Aber Menschlichkeit ist natürlich ein ganz großes Wort. Das ist immer nach oben hin offen. Aber natürlich kann man ganz klare Kriterien angeben, denke ich. Wie geschieht Dialog? Wie geschieht Entscheidungsfindung? Was heißt wirklich, der Mensch, alle Menschen sind gleich an Würde? Drückt sich das irgendwo drin aus? Ich meine, man könnte ja mal ganz verrückte Fragen stellen. Wenn am Ende eines Jahres bei einem Gewinn, wenn ein Gewinn ausgeschüttet wird, dann heißt das ja normalerweise immer, die, die am meisten Verantwortung haben, kriegen auch am meisten von der Ausschüttung, weil die Verantwortung wird auch entsprechend mehr entlohnt. Aber man könnte ja mal sagen, aber wie ist denn das mit dem Portier oder mit den Menschen, die die Toiletten putzen? Wie werden die beteiligt? Und können wir vielleicht mal ein anderes Umlagesystem machen? Also einfach da mal kreativ zu denken, wie drücken wir denn Menschlichkeit aus und den Glauben daran, dass alle gleich an Würde sind? Ganz, ganz schön. Es ist ein Leitstern und Menschlichkeit hat in unserer Definition oder in dem, was ich verbinde, ja auch damit zu tun, ehrlich zu kommunizieren, sich zu zeigen. Und Menschlichkeit heißt ja auch, dass man nicht immer gut gehen muss, dass nicht alles perfekt ist, sondern dass wir sind keine Maschinen. Und das ist ja, glaube ich, auch die Unterscheidung dieser seelisch-geistige Bereich von der künstlichen Intelligenz, dass man sagen, wir sind Individuen und dass man gegenseitiges Verständnis hat etc. Und das selbstbewusste Mitglieder sagt das auch in der Hotellerie. Es geht nicht darum, dass der Gast König ist, sondern dass wir alle Könige sind und dass uns allen gut geht und dass uns ineinander wirkend in dem Sinn bemühen, aber das war für uns schon sehr erstaunlich, dass da wirklich einige Unternehmer waren, die gesagt haben, ja, kann ich dem entsprechen? Natürlich, wenn man so eine Topftafel hat und ich habe einen Lieferanten, mit denen ich maximal verhandelt und noch mehr Druck und meine Macht vielleicht ausnütze. Das ist nicht die Ökonomie der Menschlichkeit, sondern dass alle in einem System gut geht und dass wir alle näher an Wind der Natur. Und das ist das Schöne. Und wir sagen auch, im Außen zeigen wir es mit der Logotafel und in Ihnen ermitteln wir den Freudestatus über humane Arbeit Innsbruck, also so Richtung Glücksprinzip Bhutan, Freude messbar zu machen, dass wir auch da Parameter haben. Und auch da sehen wir, dass Unternehmer teilweise Herausforderungen haben, gerade in der Zeit, wo es nicht so gut läuft, wo so viele Herausforderungen sind. Ja, die Freude ist ja vielleicht nicht so gut. Aber um das geht es gar nicht, sondern dass man Parameter hat, sagt, wenn man Iststand. Und dann kann man sagen, wie können wir das gemeinsam optimieren, verbessern, ineinander gemeinsam wirken. Da kommt wieder die Frage der Richtung. In welche Richtung bin ich unterwegs? Ja. Und ich möchte wirklich ganz stark unterstreichen, was Sie gesagt haben, Herr Dügruber, die Frage der Kommunikation. Also ich finde, in unserer Gesellschaft und gerade in der Wirtschaftswelt, wo viele Alphatiere in den leidenden Unternehmen sind, wo einfach der Ellenbogen einfach auch zählt, um bis in diese Situation, in diese Stellung zu kommen. Und da wird ein Zeigen von, mir geht es nicht so gut oder ich kenne mich jetzt gerade nicht so aus, wird sofort als Schwäche gedeutet. Und ich glaube ja tatsächlich, dass das eine ganz große Stärke ist, sich zum Beispiel Hilfe zu holen, sich im kleinen Team in der Leitung miteinander zu beraten und auch mal zu sagen, ich kenne mich hier gerade nicht aus. Also sich zu zeigen, das fordert Mut. Und häufig wird Schwäche als, ja, du hast versagt und du bist ein Loser und weg. Aber das macht, das ist eine menschliche Stärke, eben auch zeigen zu können, ich fühle mich gerade nicht wirklich super gut drauf oder ich kenne mich gerade nicht aus und da müssen wir jetzt gemeinsam nachdenken. Und das öffnet
Herzenstür. Weil wir sind auch alle nett. Und dann erkenne ich auf einmal, ey, wir sind gemeinsam unterwegs. Und ich glaube, das brauchen wir ja auch auf der globalen Ebene, dass wir erkennen, gerade im Blick auf das Klima und den Klimakollaps, in dem wir mittendrin stecken, wir können, wenn nur, gemeinsam an einer anderen Zukunft arbeiten. Genau, das hat viel mit Natur zu tun und darum sind uns die Bauern auch so wichtig. Wir haben noch 150.000 Bauern, waren gestern beim Themeterhof und die Logotafel übergeben in Gmunden. Und da ist was entstanden da über den Bürgermeister, weil die Energie so gut war, dass wir gleich einen Vortrag machen, die am Leerstand. Und da haben wir gesagt, helfen wir zusammen, schauen wir, dass man das würdigt. Heute Unternehmer zu sein, das ist eine Challenge. Das gehört gemehrt, gestärkt. Und unser Ansinnen ist ja, dass wir eine Marke aufbauen, die wirklich in die Gesellschaft wirkt. Dass der Konsument bewusst entscheidet, bin ich jetzt im Ego, geht es mir nur um was Billiges für mich mit meinem Vorteil oder nähere ich auch den Lebens- und Erlebensraum, damit wir eine gute Zukunft haben. Denn wenn wir keine Infrastruktur mehr haben in der Wirtschaft, dann haben wir keine Begegnungsräume mehr. Dann sind wir keine sozialen Wesen und dann sind wir in der Online-Welt drinnen und glauben dort, sie verwirklichen zu können, was eben der Realitätsverlust ist, sondern die analoge, die wirkliche Begegnung mit der Natur oder wie Joachim Bauer, der Professor Bauer sagt, ja, es kann schon regnen in der virtuellen Welt, aber ich wäre nie nass. Ja. Und wenn wir jetzt wirklich schaffen, so ein lohnendes Leben im realen Leben zu schaffen, auch für die Jungen, das wieder lohnt, wo man die nähert, stärkt, wo sie die entfalten dürfen mit ihren Potenzialen, dann gehen wir in eine gute Zukunft. Und das ist unser Ansinnen. Und darum geht es nicht mehr um den einzelnen Unternehmenserfolg, sondern richtig um Gesellschaft, um Kultur, um Wirtschaft, um unsere gesamte Zukunft. Und mit dem sind wir angetreten. Und ich glaube, da haben wir ein Potenzial mit der Ökonomie der Menschlichkeit. Und Sie bringen es ja so schön auf den Punkt, Frau Wolfers. Es öffnen Sie Räume über die Freude. Es ist nur der absolute Punkt ist, wo die Leitreihlöse nicht drüber gehen, dass die Glaubenssätze einfach sind, na, die Realität ist anders und ich kann jetzt nicht in die Freude gehen, weil ich würde mir selbst belügen. Ja, aber das ist genau der Punkt, das ist eine Realitätsverzerrung. Es ist total irre, es gibt das Buch, ich muss überlegen, wie heißt er denn? Ich könnte mein Buch jetzt aufschlagen, da steht es drin. Der schwedische Gesundheitsforscher, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Ist jetzt nicht wichtig, steht in meinem Buch, steht, also ein schwedischer Gesundheitsforscher, der eine, hat den Gapminder-Test gemacht. Hans Rosling, so heißt er. Hans Rosling. Der hat 13 Fragen erhoben mit jeweils 3 Antwortmöglichkeiten und hat Zehntausende von Menschen befragt. Da war zum Beispiel die Frage, wie hoch ist die Kinder, die Säuglings Sterblichkeit gewesen 1970 und 2020 und dann sind dann, wie viel Prozent ist es gesunken und da werden immer so 3 Alternativen genannt. Und er hat Zehntausende von Menschen in allen Ländern befragt, in allen Bildungsschichten, Berufsgruppen etc. Und der allergrößte Teil der Menschheit sah die Weltentwicklung negativer, als sie in Wahrheit ist. Im Durchschnitt wurden von den 13 Fragen nur 2 Fragen richtig beantwortet. Egal, ob das Politiker, Nobelpreisträger oder ein Straßenkehrer war. Und das zeigt etwas. Und er wollte aufzeigen, wie negativ verzerrt wir die Welt sehen. Und das hat viele Hintergründe. Einen Punkt habe ich vorhin genannt mit der Neigung des Gehirns. Das andere ist sicher die Rolle der Medien etc. Und das ist nicht realistisch. Das Fatale ist, wenn wir glauben, die Welt im Blick auf Ernährung, im Blick auf Gesundheit, im Blick auf Gerechtigkeit, im Blick auf Bildung von Frauen, das geht alles eigentlich, wird es kontinuierlich ein Stückchen schlechter, dann glauben wir, die Bemühungen der letzten Jahrzehnte waren umsonst und dann geht auch die Motivation verloren, hier und heute sich dafür einzusetzen. Aber de facto gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen positive Entwicklungen, die aber nicht gekannt werden. Und deswegen ist es, glaube ich, da wirklich eine Frage von Bild oder von Wissensvermittlung, von Aufmerksamkeit, von Auseinandersetzung, eben zu sagen, okay, ich glaube zwar, dass die Welt so Booster ist, aber vielleicht setze ich mich doch mal hin und setze mich da wirklich mit auseinander. Die Fakten sprechen vielfach eine andere Sprache. Also die Realität, es ist eben gerade nicht realistisch, dass alles dunkel ist. Das ist nicht realistisch. Es gibt
viele Probleme. Deswegen habe ich auch über das Buch Ohnmacht geschrieben. Es gibt viele Situationen, die einen wirklich in die Ohnmacht hineinkatapultieren. Und ich glaube, wer heute keine Angst kennt um unsere Gesellschaft und um unsere Welt, der ist naiv oder blind, vorsätzlich blind. Also es gibt gute Gründe, sich ängstlich zu fühlen. Und das sind ja auch Emotionen, die einen triggern, sich auf die Hinterbeine zu stellen, zu vernetzen, zu gucken, was können wir dagegen tun. Also es geht nicht darum, das Schwierige auszublenden, aber es geht eben darum, das andere auch wahrzunehmen. Und das ist realistisch. Das andere ist nicht realistisch. Aber das ist ja interessant, dass viele Menschen, die eher so negativ sind, man ihnen eher eine nüchternere Weltsicht zutraut, als Menschen, die auch freudig gestimmt sind. Ach, das ist so ein Sonnenmensch, aber den hat halt das Leben noch nicht hart berührt. Das stimmt nicht. Also warum soll, das ist nicht wahr. Ich glaube, Freude hat auch viel mit der Grundhaltung der Freude zu tun, der Lebensfreude überhaupt, dass man dann so schön entgegenlebt und dass man, also glaube ich, gar nicht so stimmungsabhängig von der Situation, sondern die Grundfreude ist wichtig. Wir haben ja bei dem Freudestatus auch für uns im Team haben wir den gemacht und da gibt es drei Bereiche, Arbeitsbedingungen, soziales Klima und Freude im Allgemeinen und wir sind bei der Freude an der Arbeit mit 6 Leuten im Team nur im Mittelbereich. Weil da ist um die Sinnerfüllung bei der Arbeit gegangen, um den Beitrag zu einer besseren Welt. Und Sie haben ja gesagt, wenn wir keine Zukunftsperspektive haben, dann werden wir auch nicht aktiv werden, weil es irrational ist. Und da sehen wir, weil wir sehr langsam vorankommen, dass die Sinnerfüllung bei uns im Team und eben den Beitrag zu einer besseren Welt nur im mittleren Bereich ansetzt ist und nicht sehr weit oben. Das ändert sich jetzt, wenn wir Mitglieder werden, wenn wir in den Gemeinden Dinge, wenn wir einfach sehen, dass es eine Entwicklung gibt. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich und interessant und auch wichtig, dass man da Rückmeldungen entsprechend kriegt. Und dann sagt, okay, und wenn wir das evaluieren in einem halben Jahr, dann schauen wir, ist dieser Bereich, der jetzt im mittleren Bereich ist, besser. Ja, ja, ja. Und da haben Sie auch ein wichtiges Stichwort genannt, die Sinnerfüllung. Also ich denke, dass dort, wo ich etwas als sinnvoll erfahre, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen, wo meine Augen anfangen zu leuchten, wenn ich daran denke, was ich als bedeutsam und sinnvoll erfahre, das gibt eine innere Kraft, auch bei Gegenwind den Kurs zu halten. Also die Frage des Wofür, worum willen tue ich etwas, die ist so eine ganz bedeutsame Frage im persönlich-individuellen Leben wie auch im unternehmerischen. Und das ist natürlich total spannend. Also inwieweit gibt es da auch Sinnwerte eines Unternehmens? Also was sind so die Glaubenssätze und Sinnüberzeugung, Wertüberzeugung, die ein Unternehmen leiten? Oder hat man da überhaupt, ja, ist darauf reflektiert worden und welche Werte sind es, welche Sinnmomente? Ganz genau. Und der Sinn wird wichtiger denn je. Wir sagen ja, Menschlichkeit findet Menschlichkeit im Unternehmen. Und wir sehen auch, dass Mitglieder der Ökonomie der Menschlichkeit in der Regel weniger Herausforderungen haben, Mitarbeiter zu finden. Ich glaube, weil es auch einen großen Sinn, einen großen Purpose gibt, im Unternehmen zu wirken. Und das ist ja nicht nur der monetäre Gewinn, sondern das ist viel, viel mehr, wo man wirkt über Generationen. Und das ist schön. Und was wir auch noch beobachten, oder ich sehr viel, ist, dass isoliert betrachtet sich der Einzelne so ohnmächtig fühlt, weil er sagt, ja, die großen Mächtigen, letztlich sind es wir, weil wir haben 300.000 Unternehmen in Österreich. Und wenn man jetzt nur 10% nimmt, dann haben wir 30.000 oder nehmen wir nur 1%. Das ist eine riesige Kraft, wo man sich gemeinsam zeigt, wo man sich ermutigt, wo man Wissenstransfer macht, also wo man sich nicht isoliert und mein Wettbewerbsvorteil, sondern wo man sich richtig öffnet und als große gemeinsame Kraft sieht. Aber das haben wir halt noch nie erlebt und darum glaube ich, ist auch irgendwo die Erschöpfung so groß und es sind viele Herausforderungen, wie in der Natur zu handeln, symbiotisch zu wirken, das ist unser Ansatz, unser Schlüssel. Und wenn wir da ein bisschen eine Kraft kriegen und ein bisschen größer werden, glaube ich, dann wird es auch immer mehr anstecken und wird es immer mehr berühren. Ich würde da gerne eine Geschichte zu erzählen und vorweg noch, es gibt ja ganz interessante Sozialforschung, die untersucht, wie kam es in der Geschichte zu Umschwüngen. Also zum Beispiel, und das kam selten von oben nach unten, sondern dass wenn viele Menschen viele Schritte gegangen sind, haben sie irgendwann gemeinsam etwas erreicht, wenn die Zeit reif war. Also zum Beispiel bei der Aufhebung der Rassentrennungsgesetze in den USA. Oder wenn wir heute schauen, das, wovon wir heute ganz selbstverständlich ausgehen und leben, Frauenwahlrecht, dass es Gewerkschaften gibt. Da haben mal vor einem Blick, da zeigt sich jetzt gerade was in meinem Computer. Ich muss gerade mal meine Brille anziehen. Oh, das ist aber noch. Sind Sie noch da? Ja, ich bin da, okay. Ja.
Wir leben heute von Errungenschaften, die wir ganz selbstverständlich als normal erachten, für die andere mal gekämpft haben. Also als ich geboren wurde, 1971, da wurde in Deutschland das Gesetz abgeschafft, dass die Ehefrau den Ehemann fragen muss, ob sie irgendwo eine Arbeit annehmen darf. Und der Ehemann konnte zum Arbeitgeber gehen und kündigen, ohne dass die, also für die Frau, ohne dass sie davon was wusste. Das klingt für mich wie aus dem letzten Jahrtausend, ist auch das letzte Jahrtausend, aber es ist für mich unvorstellbar. Mhm. Und das sind Dinge, für die Menschen einmal gekämpft haben. Und das zeigt so die Sozialforschung, dass dort, wo viele Menschen viele Schritte gehen, sie irgendwann gemeinsam etwas erreichen. Das ist wie so ein Dominoeffekt. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Und es sind gar nicht so viele in einer Bevölkerung. Ich habe die Prozentzahl vergessen. Ich bin da nicht so gut mehr dazu merken. Ich glaube, wenn so um die 20% in einer Gesellschaft von einer Sache überzeugt sind und 3,50% sich aktiv dafür einsetzen, da kann es zum Umschwung kommen, wohinter jeder sagt, ja, das war immer mir auch schon wichtig. Und das halte ich für so wichtig heute, auch im Blick auf die Klimabewegung. Also dort, wo die Macht der Straßen ist groß, die Macht der vielen. Und da erzähle ich in meinem Buch eine ganz schöne Geschichte, die ich bei einem Wissenschaftsjournalisten Ulrich Schnabel gelesen habe. Es ist keine Geschichte. Also in meinem Buch Nimm der Ohnmacht ihre Macht, nämlich Mammutbäume. Die Geschichte, die Mammutbäume, das sind ja Kolosse. Gell? Die werden über 100 Meter hoch und mehrere tausend Jahre alt. Das Erstaunliche dieser Giganten liegt aber unter der Erdoberfläche, denn die Mammutbäume sind Flachwurzler. Sie treiben ihre Wurzeln nicht mehr als einen Meter tief in den Boden, was echt ziemlich wenig ist. Und dann stellt sich ja die Frage, wie schaffen es diese Giganten, über Jahrtausende hinweg Erdbeben, Orkanen, Hochwassern zu trotzen? Und das Geheimnis lautet Kooperation. Die Mammutbäume strecken ihre Wurzeln so aus unter dem Boden, dass sie mit den anderen Mammut irgendwann auf die anderen Mammutbäume stoßen und dann ein ganz dichtes Wurzelgeflecht bilden. Das heißt, sie haken sich gewissermaßen unter und können so gemeinsam den stärksten Stürmen trotzen. Und das ist für mich ein wunderbares Bild für die Kraft des Wir. Dort, wo wir wirklich die Kraft des Gemeinsinns beleben, und das ist ja der Gemeinsinn ist ja in der liberalen Wirtschaft kein Begriff oder kein großer Wert, da zählen andere Werte. Aber wo wir die Kraft des Gemeinsinns beleben, wo die Wirtschaft dem Menschen und der Menschlichkeit folgt und dort miteinander kooperieren, da werden wir wirklich auch zu großen Dingen fähig sein. Und da ist dieses Bild der Mammutbäume ungemein aussagekräftig und ansprechend. Und so existieren sie ja tatsächlich. Das habe ich mal mitgenommen für PowerPoint, diese Mammutgeschichte, weil sie wirklich bezeichnend ist, auch für die Ökonomie der Menschlichkeit. Das ist der Einzelne, hat nicht die Kraft, aber durch die Verwurzelung, durch die Verbindung wird es stabil, geht gar nicht um die Tiefe, sondern um die Breite. Und eins, was vielleicht abschließend jetzt noch, weil es werden noch viele Fragen da sein, aber eines, das ich auch immer wieder merke, ist, dieser Kampf, ich kämpfe um etwas. Wir sind der Meinung, Menschlichkeit verbindet, das ist eine kraftvolle weibliche Energie. Und Kampf war vielleicht wichtig, aber jetzt glaube ich, um die Selbstwirksamkeit, haben Sie auch mal gesagt, um die Selbstermächtigung und um die Symbiosen. Also nicht das, was wollen wir nicht, was ist scheinbar falsch von irgendjemand, Regierung oder sonst wen, sondern einfach selbstwirksam werden, zu sagen, ich zeige mich in meiner Menschlichkeit, was will ich lernen und den Fokus rein auf das zu richten, glaube ich, hat eine ganz andere Wirkkraft, als wenn ich irgendeinen Gegenpol in dem Sinn mache, oder? Genau, es ist ja immer, auf Dauer gegen etwas anzukämpfen, wird man ja auch starr. Aber wenn ich einfach in eine andere Richtung gehe, die mich positiv anzieht, weil ich darin Werte und Sinn erfahre und dies gemeinsam mit anderen, dann gibt das ja Energie unterwegs. Ist ja die Frage, woher habe ich die Energie zum Kämpfen oder zum Unterwegs sein. Und wenn das Ziel anziehend ist, sinnstiftend ist, dann stiftet das Energie. Schön. Liebe Frau Wolpers, wunderbar. Wir sind gerade mit einer Buchhandlung im Gespräch, also eine private Buchhandlung, die auch einen Online-Shop hat. Und wir werden das dann verlinken, weil es ist ja interessant. Das Bücher ist also ein banales Beispiel. Man bestellt es irgendwo online bei einem großen Anbieter. Aber der kann auch ein schöner Kreislauf sein, der in Österreich bleibt. Und da werden wir den Link entsprechend zu einer Buchhandlung setzen. Liebe Frau Wolfers, vielen, vielen Dank für Ihr Wirken, für Ihre Arbeit, für Ihre Strahlkraft. Ganz ehrlich gesagt, als Theologin sind Sie einzigartig, weil ich habe das eher oft einmal so monoton erlebt und von
Ja, zwar inhaltlich gut, aber ihre Lebensfreude und das, was Sie da vermitteln, das ist ganz wunderbar ansteckend und ja, da sind wir genau im Thema. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch, Herr Dürrgruber. Alles Gute Ihnen und der, ja, ich werde es weiter eifrig verfolgen, die Ökonomie der Menschlichkeit. Ich darf, ich darf berichten, ja? Bitte. Schön, alles Liebe Ihnen, danke.